Herzlich willkommen zurück zur Final Fantasy. Myrna sagt, was sollen wir jetzt tun? Ich glaube, ihr könnt jetzt eure Befehle ignorieren. Reno sagt, Elena, spiel dich nicht so auf. Ruth sagt, wir sind die Tux, Elena. Na, du hast recht. Mir fehlt die Hand. Na los, wir haben zu tun. Ich bin nicht so begeistert, aber unsere Order war, dich zu suchen und zu töten. In unserer Firma mag es drunter drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Elena sagt, das ist der Wille und der Geist der Tux. Glaub's mir. Was machst du? Lass uns gehen. Nee, lass uns bleiben. Du zeigst Mitleid? Glaub nicht, die Tux werden an. Halt, Reno, du verstößt nicht gegen die Order, oder? Schön, dass es fertig ist. Es ist soweit gekommen. Was eine wunderbare Turk. Achso, Elena töten. Okay, sorry, aber das war jetzt wirklich für mich nicht irgendwie. Reno sagt auf Wiedersehen, wenn wir beide überleben, wenn wir uns retten können. Was? Vergiss nicht den Geist der Tux. Ich habe gerade gar nichts gescheckt. Unsere Mission ist beendet. Ach, sie wollten mich weg mitnehmen. Was ist gerade passiert? Dass sie wollten mich mitnehmen und überliefern, ne? Ich habe gesagt, nee, ich komme nicht mit. Ich kann nach links gehen. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ohne Witz. Es tut mir leid. Ich habe es einfach nicht geschenkt. Was ging gerade ab? Sie wollten mich festnehmen, ne? Festnehmen und töten, sonst wie was. Aber wussten, dass sie keine Chance haben und haben Rückzug. Direkt verbrannt am Kaffee vor Schocktraktion. Das ist mir neu. Okay. Dinge passieren. Okay. Ist das dein Ernst? Oh. Ja. Da sind sie. Sie sind also wirklich gekommen. Wenn ihr auf der... Ach ne, das auf der Zunge. Na gut. Ihr habt uns bis jetzt wirklich wie den letzten Dreck behandelt. Ihr habt eine Menge meiner kostbaren Soldaten getötet.
Jetzt wollen wir mal sehen, was ihr gegen Anti-Weapon-Artillerie ausrichtet. Können wir so gleich mal Funktionen prüfen. Ihr seid wertlos, aber auf meine stolze Kreation ist Verlass. Gleich noch. Ich werde euch die zerstörerische Kraft des stolzen Trottels sein. Spitzname oder was? So. Ab geht's. So, was machen wir da? Da machen wir einen schönen Zauberatem. Auf beide natürlich. Hier gucken wir mal, dass wir einen Aufruf starten. Und zwar Phoenix erst, wenn jemand tot ist. Wir gehen auf F können. Und hauen da mal auch einen Zauberatem aus. Red hat ein Wechsellimit. So, wie sieht's mit dem Lehm aus? Ja, ich würde mal sagen, da kriegen alle mal ein bisschen Lehm rein. So, sehr schön. Ist ein solides Ding, Zauberatem, da können wir doch mit dienen. Ja, dann gibt der ist neu. Da, der ist neu. Ich wusste nicht, was das war. Sehr schön. Bisher läuft alles wie am Schnürchen. Viermal. Fünfmal. Sehr gut, das Bess und Bendy Heine perfekt. Das Red Ding Start, lass mich ausreden, finde ich sehr gut. Sehr gut, danke schön. Fken. Zauberatem. Kannst du ja nicht immer machen, ne? Es geht alles geschmeidig. Würde ich direkt mal Ben Blitz 2 geben? Mal sehen. Ich glaube, der ist gleich weg. Knie feiern. Dann auf die Knie. Ja. Mal sehen. Ist ja ein Blitz. Was haben wir da schon? So, den machen wir auch wieder. Feindes können und gehen hier auch auf Zauberatem. Und Ben. Und nochmal Blitz. Ja, ne? Oder hat jemand groß Schaden? Nee, gar keinen, okay. Ich dachte, das macht ja halt irgendwie das hart. Mal sehen, was da kommt. Soll sich nie zu früh freuen. Okay, das Schwachsinn mache ich nochmal einen Angriff. Blitz bringt halt gar nichts. Habe ich jetzt erst gescheckt. So, warte mal, hier Feindes können. Qual Zauberatem. Also brauchst wahrscheinlich viel Ausdauer für den Boss, aber ansonsten. Weiß nicht, was das für noch kein MP mehr haben, aber wird schon alles gehen. Der hat zweimal Objektsubstanz jetzt. Der hält aber auch viel aus. Ich balle jetzt einfach alles durch. Na komm, dann machen wir mit Ben doch nochmal Heilung auf alle. Dafür macht doch nochmal einen Zauberatem. Red geht auf Zauberatem. So. Ben geht auf Angriff. Juffi würde ich auch einfach mal auf. Angriff und Red geht auch einfach mal auf Angriff, ne? Ja. Super entspannt. Einfach mal alle Angriff.
Er lebt echt immer noch? Okay. Was nur? Mein Lieber. Doppelung für der Clou kommt noch. Okay. Okay. Vielleicht hätte ich das erst als erstes angreifen sollen, aber. Gerade kann er uns ja nicht wirklich was. Können wir nochmal gucken, was greift an. Wofür, für oder was? Oh, guck mal. Das hat, glaube ich, alle geheilt. Vielleicht machen wir aber lieber einen geölten Blitz. So, Juppi noch mal hier. Red. Ich muss mal jetzt kurz gucken. Haben wir das? Kommentar hat man noch nicht alles. Tobias schreibt, der nächste Ziel Midgard, das Ende von CD2 schon im Meer, gibt es noch einen Flugzeugfrachter, wo du noch ein paar nützliche Sachen finden kannst. Ich hoffe danach auch noch mal eine alle voll, geil. Ich überlege, ob ich jetzt noch mal 2 Millionen, glaube ich, sind die anderthalb oder irgendwas, ne? Oh ja. Scarlet sagt nicht das. Das ist der stolze Trottel. Das ist der stolze Trottel? Aber CD2 ging ja super schnell dann. Heindecker sagt, boah. Gut, ich hatte aber auch eine Guide nebenbei offen, ne? Von den Bing. Ich bin jetzt nicht mehr so herumgeirrt wie teilweise im, bei CD1. Das war nur dann, glaube ich, nicht mehr. So, okay. Hatten wir MP? Stellt MP her. Weiß halt nicht, was kommt. Reicht mir erstmal so, oder? Ja, ich würde sagen schon. So ein paar Tränke. Nee, komm, nehmen wir MP. Mal zumindest das hier wieder auffüllen. Wäre schon mal wichtig. So, warte mal, hier war ja nichts. Das ist halt irgendwie ein super merkwürdiger Kampf. Halt überhaupt nicht mal im Ansatz irgendwie schwer, es war einfach nur langwierig. Okay. Elixier. Und Mystil erhalten. Substanz. Wir halt nicht jedes Mal da irgendwie im Menü rumswitchen.
Schön. Alle einmal voll. Jetzt haben wir zwei gemastert. Halt die Frage, ob wir die drinnen lassen. Oder da auch wieder eine Einser reinsetzen. Was, was? Ja, mit Blitz. Okay. HP Plus Substanzen wären eher sinnvoller. Habe ich hier noch irgendeine Schwachsinn-Substanz? MP Plus, MP Plus. Kann, glaube ich, nicht schaden. Alle Blitz wiederherstellen und alle. Ja. Für Blitz hatten wir auch schon einmal voll, ne? Erhöht MP. Das war, glaube ich. Achso, ja, nee, war nicht Schwachsinn. Zauber Plus. Das war. War das nicht? Keine Ahnung. Ja. Juffy könnte vielleicht auch nur. Na, lass mal. Lass mal. Lass mal. Lass mal. So. Gibt's hier schon. Oh, okay. Da ist Ketziff. Erstmal da hoch, oder was? Können wir den fertig machen? Ah, okay. Geh entlang, Ben. Zieh ab. Okay. Sehr gefällig, schreibt Smarag. Wappen greift Midgar an und ist ein Bossgegner mit einem sehr hohen Verteidigungswert gegen physische Attacken. Er hat einen Panzer, der sich mit zwei Limit-Attacken hintereinander öffnet und ist dann auch gegen physische Attacken anfällig. Zauber wie Zauberatem, Zauberstufe 3, insbesondere Blitz 3, Teilen wirken am besten, soweit ich weiß, hat dieser Boss 30.000 HP. Okay. Was ist denn das? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Oh, gar nicht gut. Okay. Er hat einen Griff. Okay, entspannt. Kein Wirken am besten, soweit ich weiß, hat dieser Boss 30.000 HP. Das war aber der, den wir schon besiegt hatten. Könnten wir dem keinen physischen Schaden zufügen? Gegen Emerald Weapon hast du unter Wasser gekämpft und ist mit deiner Strategie unmöglich zu schaffen und du brauchst sowieso eine entsprechende Vorbereitung. Was hat das jetzt gerade? Ich werde fast abgenippelt. Roderick schreibt, es ist natürlich Diamond Weapon, der mitgeangreift, in Klammern Smaragd, ist gleich Emerald. Unter Wasser war er auf Emerald getroffen und der paddelt da auch immer noch rum. Gibt das stimmt natürlich in einem Punkt. Immerhin, okay. Smaragd ist gleich Emerald. 8 Zoll Kanone? Das hört sich nach einem Barrel-Ding an. Okay, okay, okay. Bisschen verwirrt, aber glaub, krieg ich zusammen. Wahnsinn. So, hier muss man nochmal. Warte mal, das ist jetzt aber ganz klar eine Barrett-Ausrüstung. Also Waffe. Ja. Bestimmt eine sehr gute Barrett-Waffe. So, hier hinten hat man gar nichts. Sieht nach Bossgegner aus. So wie es sich gedreht hat. Okay. Aber, ne? Schon. Keine Ahnung, greift einfach an. Er war schon relativ hart, der Kollege. Mal sehen, ob jemand Limit ready hat. Der zieht gut, der zieht gut. Aber wenn er schnell weg ist. Jedes Mal erst ein Like und dann schaue ich mir ein Part an. Danke für dieses absolute Meisterwerk. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin auch so dankbar, dass ihr überhaupt so lange dran bleibt. Das ist ja. Ich glaube, Dynamaniac hatte das mal am Anfang geschrieben, so, ja, freue mich so drauf, das wird noch bis Weihnachten laufen. Es wird auf jeden Fall noch bis Weihnachten laufen, aber ich fand, weil ich das damals gelesen hatte, so total unrealistisch. Du hast ein Jahr Laufzeit für ein Let's Play, was halt wirklich regelmäßig bedient wird, zwar alle 3 Tage, ne, hier auf dem Kanal. Trotzdem, ich werde ihn jetzt nicht heilen.
Ja, und den Zweck hier. Bitte nicht. Oh nein, Objekt. Gibt's da Phönix Feder auf Red? Zauber. Gibt es eine Heilung auf alle? Oha, Dankeschön. Ich bin mal super gespannt, wie auch noch. Also, wie lange ich das überhaupt so durchgezogen bekomme mit dem Kanal. Weil. Okay. Kommen ja noch so viele geile Spiele, vor allem die ganzen Final Fantasy-Nachfolger. Und ich habe alle noch. Also, habe keinen einzigen vorher gespielt. HP Plus. Nächste Ebene, sehr schön. 8 Zoll Kanone, schon wieder. Ja, gut, wenn nicht, wird so Kohle wert sein. Zauber. So. Aber hat schon zugenommen, aber finde ich geil. Ist nicht mehr so dieses, dass ich überall einfach durchrenne, sondern da kommt auch Gegenwehr. Ich weiß bloß gerade nicht mehr, ob man MP-Tränke gar nicht kaufen konnte oder wie das Ganze war. So, na, hier hoch. Zu lange her, ey. Das kann nicht von lang. Hä? Okay. Vincent? Oder Victor? Nee, Victor. Vincent. Mist, oh ja. Mist. Oh ja. Du. Oha. Ja, ich glaube, die sollten jetzt nicht mehr das Problem sein, oder? Greif mal da an. Super geil. Ich dachte, er wäre jetzt weg. Und macht einfach gar keinen Schaden mehr. Wird dafür ordentlich ausgeteilt. Ja, das ist ein Witz, was Ben mittlerweile macht. Zumindest also gegen die beiden. Gegen die Feinde. Ja, dann habe ich die physischen Attacken gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ob Ben da gut dabei war. So 53, 58, 54. Was ich jetzt mal nachgucken will, was haben wir denn für eine Waffe? Doppelt, ja, okay. Aber wir haben auch keine geile hier. Ihr speichert euch doch fairnesshalber mal zwischenbei, wenn nicht, fülle ich meine MP auf. Sonst hätte man unten einfach sichern können, ne? Würde aus gleich herauskommen. So. Oh jo, hör sofort auf. Oh, und der Versager. Erinnere dich wenigstens an meinen Namen. Ich heiße Ben. Jeff, ich heiße Jeff. Immer, wenn ich dich sehe, ärgert es mich, dass ich so wenig Sinn für Wissenschaft hatte. Ich habe dich als gescheitertes Projekt bewertet. Aber du bist der einzige gelungene Sephiroth-Klon. Ich beginne sogar, mich selbst zu hassen. Das ist alles unwichtig. Hör endlich mit dem Unsinn auf. Unsinn? Ach, das. Hahaha. Sephiroth scheint sich auf die Energie zu verlassen. Ich werde ihm also ein bisschen helfen. Warum? Warum bloß? Hör mit deinem ewigen Warum auf, du Schwachkopf. Du könntest vielleicht sogar zum Wissenschaftler taugen. Energieniveau bei 83%, das dauert zu lang. Mein Sohn braucht Kraft und Hilfe, das ist der einzige Grund.
Dein Sohn? Haha, auch wenn er es nicht weiß. Hahaha. Was wird Sephiroth denken, wenn er herausfindet, dass ich sein Vater bin? Er hat immer auf mich herabgesehen. Hahaha. Sephiroth ist dein Sohn? Ich habe die Frau mit meinem Kind Professor Gast für sein Jenova-Projekt angeboten. Als Sephiroth noch nicht geboren war, nahmen wir Zellen von Jenova. Hahaha. Kann ich fassen, dass gerade du das getan haben sollst? Das scheinbare Verbrechen an Sephiroth. Okay. Nein, du hast Unrecht. Das ist mein Traum als Wissenschaftler. Ich wurde durch meinen Wunsch, Wissenschaftler zu werden, besiegt. Ich habe auch die Zeit verloren. Ich habe Zellen von den Nova in meinen eigenen Körper injiziert. Hier sind meine Ergebnisse. Wir haben keine MP. So, Ben füllt die MP von allen auf. Alter. Wahaha. Sieht das krass aus? Zweimal Objekt. Und zwar nimmst du. Feines Können. Zauberatem auf alle. Yuffie. Zauberatem auf alle. Ben. Erhöht die MP um 100 bei Yuffie. Erhöht sie bei Red. Vielleicht die beste Taktik, ne? Okay. Dafür macht vielleicht nochmal einen Angriff. Ben macht die MP. War das? Okay. Nicht gut. Okay. Auf Red. Nochmal auf Red. Und dieser macht nämlich feines Können. Sauber Atem auf beide. Komm, Yuffie einfach auf. Auch. Wow. Ein bisschen zu einfach, ne, mit Zauberatem. Hätte ich mal abgewartet. Ja, also müssen wir ihn anscheinend wegbekommen. Gut, wenn das so ist. Ja, mal sehen, wie der Makrosaft reagiert. Okay. Wow. Das ist jetzt schon ziemlich geil. Geil ist vielleicht das falsche Wort, aber es beschreibt schon ziemlich gut. Alter, hat drei Köpfe. Okay. Taktik ist klar. Das verwirrt mich wirklich etwas. Ich bin jetzt gar nicht mehr benutzen. Das wäre schlecht. Wen hat er gerade getroffen? Sich selber?
Weiß halt nicht, welcher war noch Objekt. Nein, 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 nein. Hier Ether. Bei Red. Komm mal Red. Und Ether bei Yuffie. So. Ich meine, ich könnte auch das Große nehmen, will ich aber nicht. Feines können. Zauberatem. Feines können. Zauberatem. Objekt. Ether. Okay, vielleicht sollte ich doch was gegen Scharf. Aha, sehr gut. Ja, kann aber auch wegen ihrem Zubehör sein, ne? Vielleicht gerade ganz gut, dass Ben schläft. Also. Ether auf. Ah, eigentlich auf beide. Sehr gut. Heißt, wir haben auch Items, womit wir alle Statusänderungen wegnehmen können, aber haben wir halt nicht nötig. Läuft dafür zu einfach gerade. Macht er uns überhaupt Schaden? Nee, ne? Vielleicht ist das so ein Friedenspriester. Zeigt er mir den Mittelfinger? Oder später an sich? Okay. Sehr schön. So, warte mal. Dann gibt es nämlich Ether auf Yuffie und ein Ether auf Genkoling. Und Red. Soll er mal Aquanung ausprobieren? Hören wir mal, Aquanum. Bringt das was? Vielleicht greift der uns diesmal an. Das ist okay. So. Dann gibt's hier auch. Ah, hast du nicht, ne? Also doch, hast du auch. Okay, hast du auch. Warum macht er das? Kann Ben ja einmal eine Heilung rausknallen, bevor der wieder äußerst verwirrt ist. Das für ihn gerade ziemliches Minus, fällt mir so auf. So. Ben geht mal schön auf die Heilung. Könntest du mir das alle gebrauchen, das ist ganz gut. Yuffie, steh auf. Sind wir nicht fertig? Stummheit, okay, Stummheit muss fallen. Schön. Oder wir heilen einfach generell. Nicht, dass wir gleich alle stumm sind. Wow, Wahnsinn. Okay, cool. Objekt. Hebt. Stummheit auf. Erstmal bei Yuffie. So, dann kommt Ben und macht zweimal Objekt. Hebt. War da. Hebt Stummheit auf bei dem Kollegen.
So, und machen wir noch. 6 reicht. Oder warte, ja, komm, oder? Ja, komm, Angriff. Aha. Yuffie Limit, dann machst du erstmal. Ah, okay. Griff genau an, nachdem er ihn geschlagen hat, okay. Achso, Rat mal wieder heilen. Ben macht erstmal den hier auf Red und macht gleichzeitig noch. Ah, okay, warte. Beim Objekt. So warte. Dann müsste Vergiftung aufhören, ne? Na gut. Warum war das? Bin ich bescheuert? Vergiftung. Das andere haben wir nicht mehr, oder was? Haben wir jetzt eine benutzt? Ah, hier, okay. Wo ist das jetzt hin? Bin ich bescheuert? Achso, da war einer leer, aber ist anscheinend wirklich. Die wachen irgendwann noch. Hebt abnormal auf. Mal sehen, was hier noch kommt. Zieht reflektiert. Das, was ich als erstes mache, Zauber Heilung 2 auf alle. So. Wenn alle schlafen, wäre blöd. Schaden ist ja kein Problem. Na los, Ben. So, Ben macht auch nochmal Heilung hier auf alle. Dann ist er erstmal aus der Gefahrenzone raus, dann wird bei ihm erstmal Vergiftung aufgehoben. Das ist der Wahnsinn. Objekt. Hebt Vergiftung auf, ja. Sehr gut. Hebt Vergiftung auf, ja. Am besten, ich greife einfach an. Die Vergiftung auch. Ja, haben wir gar nicht mal so viel. So. Limit. Statt HP an der Verbündeten wieder her. So, und Red greift einfach an. Genau. Oh, es dauert halt so ewig, ey. Ich hoffe, er schlägt zurück. Sehr gut. Geht jetzt einfach auf Angriff. Ist mir sowas von Latte. Okay. Die Attacke dauert so Ewigkeiten.
Ja, auf jeden Fall fummeln. Meine Güte. So, Feindes können. Verkannung noch? Ja, okay. Jetzt hätte ich noch eine Barrierung für aufbauen können, aber. Bin einfach nur weg haben. Einfach nur weg. Es macht zu aggressiv, diese langsamen Angriffe. Die machen halt keinen Schaden, aber sie sind so langsam. Okay, sie machen Schaden. Aber Yuffie, Yuffie, oder? Ne, jetzt kann es auch kein. Oh, okay, okay. Doch. Mal sehen. Hab mich dazu sicher geschätzt, denke ich. Gar nicht gut. Alle pennen. Ja, Lebensform ruhig, Nassfähigkeit aufgebraucht. Aha. Was heißt das? Oh oh. Nein, nein, nein. Nein. Ah, Red Wechsellimit. Yuffie musste dafür umfallen, wirklich? Und die Arme, ey. 25.000. Und sie wäre eigentlich. Sie wäre. Gegen Angriff fürs Einzelnen. Ja. Aber ich lade nicht neu. Das ist ja Glücksspiel hier. Wie es weitergeht, da erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend und in 3 Tagen. Bis dann.